Hallo und herzlich willkommen zurück bei Creativeverse. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf meinem Kanal. Wir sind hier gerade so ein bisschen im Ausbau. Deswegen geht es nach dem Intro direkt weiter. Im Ausbau heißt Fenster. Ist ja klar, dass das jetzt nicht richtig ist. So. Setzen wir erstmal diese hin. Der ist leer. Und dann machen wir die Gegenseite. Gucken, ob wir überhaupt genug haben. Ich bezweifle es doch stark. Irgendwie. So. Da können wir jetzt das hier wieder kopieren. Dann ist das auch gleich. Denn gleich und gleich gesetze ich gern. So. Kann ich die hier oben nehmen? Fenster, Fenster, Fenster. Oh, aber es sollte ja eigentlich reichen, oder? Echt teure Fenster hier, die ich überall drin habe. Die anderen kosten so viel weniger. Im Vergleich. Ich finde die halt passend alt. So. Jetzt einfach ganz normal. Münzen-Mittelding. Nicht überall, wo ein Loch ist, ein Fenster rein. So. Und sonst muss ich schon mal die Treppe überlegen. Ich sag doch nicht überall reinstecken. Reinbauen. So. Fast schon wieder. Nein. Okay. Ich mache jetzt erstmal provisorisch so, wo ich da eventuell ja dann die Bücherregale reinsetzen wollte. Ja, sieht doch schick aus. Hoch beleuchtet, die Fenster sehr akkurat. Von hier aus kann man auch schon reingucken, rausgucken. Bist du drin, kannst du rausgucken. So. Hier geht es jetzt natürlich weiter. Die werde ich wahrscheinlich doch auf die Gunst einer Leiter zurückgreifen. Könnte passen, ja, ne? Hier haben wir drei, da haben wir drei. Ja, doch, sieht gut aus. Na, guck mal, ich hatte eigentlich genug, egal. So. Leitern können wir die so spontan produzieren. Treppe auf jeden Fall. Ja, hier. Machen wir mal eine Steinleiter. Lups. Oben. Fast. So, hier haben wir das Ganze nämlich ein bisschen kleiner. Da
Das dachte ich mir nämlich schon, dass das passiert, wenn wir das hier so durchsetzen. Ich muss hier das Dach reinziehen. Dahin in dem Fall ja nicht. Aber den da. Das sieht auch keiner. Okay. Na, guck mal, hier ist ja gar nicht so schlecht. Nur falls irgendeiner auf die Idee kommt, das hier so genau unter die Lupe zu nehmen. So. Bombs. Hier könnte man ja jetzt mal so eine Platte kurz nehmen. Warum will er die denn nicht genauso setzen? So. Bombs. Dann haben wir hier quasi so einen kleinen Zwischenboden auch. Das ist nämlich eine coole Sache, die ich mir echt hier aneigne. Immer mehr. So. Ne, da nicht hin. Dahin. So, dann haben wir das hier nämlich auch gleichzeitig schön beleuchtet. Das Ganze einmal so einschließen. Jetzt auch die Platten hin. So. Bin auch ein Held, ich sag nein und mach's trotzdem. Läuft doch, dann sind wir hier schon ziemlich weit oben. Rein der Performance halber gehen wir mal bis an die Decke. So. Wieder so ein Dach. Können wir nochmal welche produzieren. Autsch. Das tut weh, wenn ein Rohstoff alle geht. So. Ich setze jetzt einfach mal hier so hin. Nein. Ich muss da jetzt erstmal das Ding machen. Geht sonst nicht. Wie viele Etagen das im Endeffekt nach unten sind, um hier ins Lager zu kommen. Noch haben wir ja welche. Ja, weiß, da drüber brauchen wir die bestimmt auch wieder. Ja, wir laufen jetzt mal. Sieht schon schick aus. So. Wo bist du hin?
Plum, 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 plum. Sag bloß. So. Die könnte man aber auch einfach so in den Dinger nehmen. Hier sparen wir die mal kurz. So optiktechnisch. Hier auch runter. So. Müssen wir runter. Passt ja sonst nicht. Dann geht der Turm noch weiter hoch. Dann würde ich aber jetzt sagen, gehen wir mal hier an der Mauer entlang. Und hier sind wir oben angekommen. Das heißt, hier kommt die Decke hin. Und es echt hoch ist. Probieren wir das nochmal mit dieser Zwischendecke. Erstmal zumachen. So, von hier aus sieht man ja immer, Entschuldigung, nicht so viel. Aber ich überlege, ich könnte jetzt einfach so machen. So. Jetzt ganz normal. So, so. Und jetzt noch mal die. So. Sieht man ja nicht. Und der leuchtet. Wahrscheinlich der ganze Turm von außen auch. Und hier aus kann man jetzt schön raus Luki-Luki machen. So. Frage, machen wir das jetzt hier auch nochmal weiß? Woran hapert's an denen? Komm, ich muss ja immer nochmal zurück. Ich habe da ja, glaube ich, noch ein bisschen Eisenstangen rumschwirren im Ofen, wo ein extra. Ach, in der Werkbench. So. So, die auf jeden Fall. Die sind teuer, aber jetzt haben wir sie.
Aber doch, gefällt mir eigentlich ganz gut. Das Stürmchen hier. Wo ist es? Da sind sie. Ich nehme jetzt mal hier nur diese Seite. Aus dem einfachen Grund, sonst sehen wir hier gar nichts. Und so kann man hier aufs Dach gucken. Hier hoch. Natürlich noch mit der restlichen Leiter. So, was mache ich denn da rein? Brauche ja kein Mensch. Den ganzen Platz. Zup, zup. Oh, und hier nochmal ein Lämpchen. Habe ich sie alle aufgebraucht. Warum nicht? Sieht ja keiner. So, und finde ich jetzt auch nicht verkehrt so, oder? Soll ich den zumachen? Ich lasse den so. So, hier ist dicht. Kommen nirgendwo rein. Das sieht hier so auch ganz akzeptabel aus. Bams. Was jetzt natürlich noch fehlt, ist hier der Boden. Und oh, hier finden wir die ganzen Fenster. Wo ich hier überlege, sogar weniger zu machen, einfach aus dem Grund, ich brauche ja Platz für Bücherregale. Ich ein paar Gruselaugen an. Weiß ich, fluche hier viel zu viel. Aber es ärgert einen denn doch, wenn man gerade mal so im Flow ist. Und dann wird man unterbrochen durch einen ekelhaften Fall. So. Ja, ich habe jetzt keine Lampe. Andere. Wundert mich eigentlich, da hatte doch so viele, habe ich die irgendwo weggehauen. Ja, hier muss ja jetzt auch noch ein Treppchen hin. Und ich will es auch wirklich hierher setzen. Wo sind sie, die Juden? Da ist in dem Fall hierher. War nicht schlecht. Ah, das ist quasi auch, richtig sogar, dass ihr das hier hin machen muss.
Denn da kommt ja noch die Wand hin und dann kann ich nämlich hier auch runtergehen. So. Treppe, nicht Treppe. Halbe Gebäude steht nur aus Treppe. Du bist da schon wieder? Ist schon wieder so viel Zeit vergangen. Oh mein Gott, ja. Bin schon wieder bei 20 Minuten. Hilfe! Ich hab noch nicht mal angefangen. Aber wir haben, denke ich mal, ordentlich was geschafft. Lampe, schnell. Bevor Viecher. Ja, ich finde das eigentlich nicht verkehrt. Man muss hier so hoch. Ja, der ist jetzt nicht so schön, ich weiß. Gehen wir hier runter. Wir uns sparen, so. Passt. Denke ich mal ganz gut so. Das hier muss ja auch noch ein Mauerwerk hin. Oder besser gesagt halt das hier. Deswegen musste die Treppe so weit weg von der Wand. So. Das 1, 2, komm, machen wir dich hier auch zu. Dann haben wir die Dreier-Serie voll. Hier ein Fenster, da ein Fenster. Ja, schon wieder alle. Komm, jetzt will ich aber hier durchziehen. Wie gesagt, gar nicht so viele Fenster. Eine etwas kleinere Auswahl. Ich habe mich gerade gewundert, ey. Aber ist ja richtig. Da ruhig ein Fenster rein. Da ein Fenster hin. Das ist ganz in Ordnung, mal ausnahmsweise. Komm, hier kommt die Tür hin. Ist hier auch zu. So. Hier ein Fenster wieder rein. So. Da können wir ruhig ein Fenster hinmachen, wegen
dafür. Und hier, warum nicht? Da haben wir ein Fenster, da haben wir ein großes Fenster. Ja, da kommen wir, lassen wir doch da auch das große Fenster. Das heißt großes Fenster. Es bleibt ja trotzdem nur so. Gucken wir uns nicht an, also. Zack, zack. Jetzt nicht nerven. So, und dann habe ich ja hier schon mal ein paar Bücherregale. Komm, die ziehe ich jetzt auch noch rein hier. So. In der Art. Ist doch sehr angenehm. Na, du kommst raus, da kommen Bücherregale hin. Oder? Mitte noch irgendwas anderes, so. Sieht doch cool aus. Bücherregale sind übrigens auch verdammt teuer. Den haben wir ja richtig. Da, da, da. Und hier müssten wir noch einmal hoch. Und die Ecke. Läuft doch gut. Bin relativ zufrieden. Ist da ein Fenster, da ein Fenster. Schau dir das einmal an. Sehr schön, sehr schön. Haben wir echt viel geschafft. So, jetzt haben wir aber auch ordentlich überzogen. 28 Minuten. Vielen, vielen lieben Dank für die Geduld. Aber dafür ist es soweit fertig. Guck mal, und das Dürmchen leuchtet echt krass hell. Hey, ich bin sehr zufrieden damit. Komm runter hier. Lande. Nee, sehr schön. Da, wie gesagt, die Tür dann rein. Ich denke, das passt ganz gut für ein, nennen wir es mal, staatliches Gebäude. So, Daumen nicht vergessen, Abo und Kommentar und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.